Abschnitt Retrieval-Modelle gibt es eine ganze Menge verschiedener Ansätze, um die Relevanz eines Dokuments bezüglich einer Anfrage zu beurteilen. Wir starten mit einem kleinen, kurzen Überblick, was sind Retrieval-Modelle im Allgemeinen und was sind ihre formalen Grundlagen. In diesem Abschnitt wird es etwas formaler. Und anschließend schauen wir uns, sag mal, in aufbauender Schwierigkeit aufeinander verschiedene Ideen an, wie man Retrieval-Modelle bauen kann. Es gibt eine ganze Reihe und wir sehen auch hier nur einen grundlegenden Ausschnitt der möglichen und im Vergleich zu denen, die hier gelistet sind oder den Kategorien, die hier gelistet sind, gibt es sogar noch viel, viel mehr. Fangen wir an mit einer Sicht, mit den Sichten, die wir auf ein Dokument haben können. Im Information Retrieval und beim Modellieren der Frage nach der Relevanz eines Dokuments oder ich sag mal auch in der Informatik im Allgemeinen müssen wir dafür sorgen, dass wir Dokumente oder irgendwelche Objekte, mit denen wir umgehen wollen, die wir retrieven wollen, im Computer modellieren. Das heißt, wir müssen uns anschauen, was sind diese Dokumente und wie können wir die im Computer darstellen. Man kann grundlegend drei Sichten auf solche Dokumente haben. Das ist einmal die Sicht auf das Layout, das heißt, wo sind die Informationen auf einem zweidimensionalen Medium tatsächlich zu finden. Die Struktur der Informationen, hier am Beispiel eines LaTeX-Dokuments, abstrakt, das ist also eine logische Sicht. Was ist der Titel? Was sind die AutorInnen? Was sind die Abschnitte in einem Dokument, hier einem Artikel? Wir sehen auch Informationen über das Layout hier, zum Beispiel, dass es sich um ein zweispaltiges Dokument handelt. Das ist eine Layout-Information und eine inhaltliche Information, die sich weder auf Struktur, aber eine Metainformation, die sich weder auf Struktur noch auf das Layout bezieht. Das wäre, dass die Sprache des Dokuments Englisch sei. Und vielleicht eine der wesentlichsten und häufigst benutzten Sichten auf ein Dokument ist natürlich die semantische Sicht. Da schauen wir, was ist der Inhalt des Dokuments? Was steht drin? Was ist seine Botschaft an uns? Wir betrachten diese drei Sichten erst einmal als grundlegend orthogonal zueinander. Orthogonal bedeutet, kann man sich auch wirklich bildlich vorstellen, wie verschiedene Dimensionen hier in einem dreidimensionalen Raum, generell werden wir auch später noch mehrdimensionale Räume jetzt kennenlernen, in denen wir versuchen, Dokumente zu repräsentieren. Das heißt im Großen und Ganzen übersetzt, dass wir sie unabhängig voneinander betrachten und variieren können und auch einzeln, wenn wir wollen. Wir haben also diese drei Sichten auf ein reales Dokument. Und das ist schon unser erstes Modell des Dokuments. In diesem Schaubild, das sich jetzt gleich noch ein bisschen aufbaut, möchte ich Ihnen die Modellsicht, die wir im Allgemeinen im Information Retrieval annehmen, einmal kurz näher bringen. Und ganz unten ist die reale Welt. Das heißt, die untere Zeile hier, die drei Boxen, die da zu sehen sind, dabei handelt es sich um die reale Welt. Das ist nicht im Gegensatz dazu darüber die Modellwelt. Die Modellwelt bauen wir im Computer nach und die reale Welt ist die Welt, in der wir leben. In der realen Welt gibt es Dokumente und wir haben jetzt schon quasi ein konzeptuelles Modell auf das Dokument, in dem wir diese drei Sichten auf das Dokument betrachten. Wir bezeichnen das reale Dokument als D und es befindet sich in einer Menge von realen Dokumenten, groß D. Und diese Menge von realen Dokumenten, die haben wir zum Beispiel irgendwie bekommen, die sind in der Bibliothek oder die sind im Web und die haben wir runtergeladen. Hier gibt es schon diese kleine Diskrepanz zwischen realer Welt und im Computer, Modellwelt im Computer und reale Welt anscheinend nicht im Computer. Nein, die reale Welt befindet sich quasi auch im Computer bis zu einem gewissen Grad, sofern die Dokumente digitalisiert sind. Aber man könnte es auch klarer noch sagen, reale Dinge sind die, die für Menschen lesbar sind,
und ausschließlich dafür gedacht sind, von Menschen gelesen zu werden. Daneben gibt es noch hier dann in einem Menschen formiert sich irgendwann ein Informationsbedürfnis. Das haben wir ganz am Anfang der Vorlesung gesehen, bei der Klärung der Begrifflichkeiten. Wir haben eine Wissenslücke und daraus entsteht ein Bedürfnis nach Informationen und die formulieren wir dann konkret als eine Anfrage oder einfach nur als eine Frage. Und dabei handelt es sich dann jetzt hier um eine Query Q aus der Menge aller realen Anfragen, aller denkbaren realen Anfragen, Groß Q. Im Computer wird diese Anfrage irgendwie formalisiert und sei es auch nur als Menge von Wörtern, Schlüsselwortanfragen. Und wir können nach allen möglichen Fragen bezüglich des Dokuments, bezüglich des Modells von Dokumenten im Computer, das wir aufgestellt haben. Das heißt, wir können fragen nach der Layout-Sicht, wir können Fragen stellen nach der Struktur von Dokumenten oder selbstverständlich, und das häufigste ist, die Frage nach dem Inhalt von Dokumenten, nach der Semantik. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und distillieren aus dem konzeptuellen Modell irgendeine konkrete Codierung, eine Computerrepräsentation des realen Dokuments. Und die bezeichnen wir, ich muss dran denken, wieder auf die Tasten hier zu drücken, weil sich das sonst nicht updatet. Die bezeichnen wir als fettes D und die befindet sich demzufolge auch in einer Menge von Dokumentrepräsentationen, die äquivalent ist zu der, die wir hier unten sehen. Also da ist jetzt eine 1:1 Übereinstimmung. Dieses kleine D soll dieses kursive D sein und das fette D, das kursive D hier entsprechend das fette D in aufrechter Schrift. Und das machen wir analog natürlich auch für die Anfrage. Die Formalisierung der Anfrage entspricht dann ihrer Computerrepräsentation. Wir haben irgendeine Codierung gewählt für die Anfrage und haben dann eine Anfragerepräsentation, klein q, klein fett q, aus der Menge aller möglichen Anfragerepräsentationen, fett q. Das ist noch nicht das Retrieval-Modell, das sind erstmal zwei Modelle, die wir aufgestellt haben. Die Frage ist jetzt, und das ist ja eigentlich das Ziel eines Retrieval-Modells, wie können wir denn jetzt die Relevanz besser messen, als einfach nur, wie wir es hier in den realen Dokumenten vorher gemacht hätten, einfach durch draufschauen. Die Computerrepräsentationen müssen nicht notwendigerweise so gestaltet sein, dass wir sie noch verstehen, also dass wir sie einfach lesen und verstehen können, sondern dass der Computer sie leicht verstehen kann. Aber es braucht noch ein drittes, nämlich eine Abbildung, eine Funktion, die die Relevanz bewertet für ein Pärchen aus Anfrage und Dokument, Repräsentation. Die Funktion, die sich daraus ergibt, die im Prinzip abbildet D und Q oder Pärchen aus D und Q auf irgendeinen Relevanzwert, die nennen wir griechisch Rho. Und das hier fällt gewissermaßen vom Himmel. Und zwar insofern, als dass wir eine Idee haben, wie wir Dokumente in eine Reihenfolge gemäß ihrer Relevanz bringen wollen. Und diese Idee ist irgendwie durch ein sogenanntes Ranking-Prinzip motiviert. Durch irgendeine Theorie, die eine Aussage darüber tätigt, wie man denn Relevanz messen solle. Oder wie man Relevanz überhaupt quantifizieren kann. Das alles zusammen ist dann das Retrieval-Modell. Und das ist jetzt analog diese eben noch kleine gelbe Box. Ich zeige es nochmal. Also, wir sind hier und hier sehen wir dann die kleine gelbe Box und das ist genau die hier. Das Retrieval-Modell jetzt bezeichnen wir als kalligraphisch R. Es hat genau die Bestandteile, die Dokumentrepräsentation, die Anfragerepräsentation und die Relevanzfunktion. Und damit sind wir formal erstmal bei den Grundlagen schon fertig. Mehr brauchen wir nicht.
der Teufel steckt dann im Detail der Aufstellung dieser Relevanzfunktion und dazu passender Repräsentation. Das Ganze dann hier, ich wechsle wieder auf den Präsentationsmodus, das Ganze dann hier nochmal einfach in Sprache aufgeschrieben. Sie sehen jetzt, erkennen jetzt alles wieder. Wir haben die realen Dokumente D, wir haben die realen Anfragen Q als Mengen. Das sind einfach irgendwelche hypothetischen Mengen, die wir gegeben haben. Wir stellen dann also ein Retrieval-Modell kalligraphisch R auf, das für diese beiden Mengen, das ein Tupel ist, bestehend aus den Dokumentrepräsentationen der realen Dokumente und den Anfragerepräsentationen der realen Anfragen und zusätzlich noch der Relevanzfunktion Rho, die alle Pärchen aus Anfragen und Dokumenten auf irgendeinen reellen Wert abbildet. Und wie schon gesagt, die Idee für Rho folgt irgendeinem Ranking-Prinzip. Was ist jetzt das? Dieses Ranking-Prinzip, aber vorweg nochmal ein paar Anmerkungen. Lassen Sie mich kurz nochmal schauen, was ich noch sagen möchte. Ja, genau, das haben wir schon gesagt. Also wir können uns aussuchen, was wir repräsentieren wollen in Dokumenten hier. Das sagt der erste Kommentar hier. Und wir können uns auch aussuchen, wie das aussehen soll. Das muss halt irgendwie zielgerichtet einen Nutzen haben. Da kommt schon eine Frage, ich gehe nochmal zurück. Ja. Viele reduzieren es darauf, aber die Relevanz, also ich wiederhole es auch nochmal für diejenigen, die es jetzt nicht so gut als Frage gehört haben. Die Fragende hat gesagt, dass sie bisher angenommen hätte, das Retrieval-Modell wäre nur die Relevanzfunktion. Das ist im Prinzip auch okay, so das zu sagen. Aber die Relevanzfunktion kann nicht funktionieren ohne die spezifisch dafür geeigneten Dokument- und Anfragerepräsentationen. Ja, es gibt immer ein ganz spezifisches, wohldefiniertes Format, wie eine Anfrage zu repräsentieren ist und wie ein Dokument zu repräsentieren ist, damit wir diese Relevanzfunktion überhaupt erst anwenden können. Okay, also geht es in D und Q eigentlich nicht spezifisch um die Dokumente, die wir tauschen, sondern um das Format, das wir damit festlegen wollen? Korrekt. Ja, genau. Es geht nicht um irgendwelche konkreten Dokumente, die wir jetzt gerade vor der Nase haben. Es geht, und das ist deswegen die formale Grundlage hier. Also deswegen ist das ein formales Modell. Wir nehmen irgendeine Menge von Dokumenten an und irgendeine Menge von Anfragen. Wir kennen nicht mal notwendigerweise alle Anfragen oder alle Dokumente, die wir in Zukunft indizieren müssen. Wir haben aber Annahmen über sie, vielleicht. Wenn wir eine Websuchmaschine zugrunde legen, morgen findet man neue Dokumente und das Retrieval-Modell ändert sich nicht nur, weil sich jetzt diese Menge hier leicht vergrößert hat in der konkreten, realen Welt. Morgen stellt jemand oder jeden Tag stellen 50% der NutzerInnen von Websuchmaschinen eine neue Anfrage, die so vorher noch nicht da war. Und das heißt, dieses Set vergrößert sich ständig. Man könnte fast sagen, es sei unendlich groß über die Zeit. Also das heißt nochmal, ich gehe nochmal zurück aufs Schaubild. Hier unten ist die reale Welt und in der realen Welt gibt es Dokumente und Anfragen an Dokumente oder Mengen von Dokumenten. Und um irgendwie in der Lage zu sein, dieses Konzept eines Retrieval-Modells oder überhaupt der Relevanzbewertung zu erfassen, erstellen wir ein sogenanntes Retrieval-Modell und dafür müssen wir ganz klassisch, wie man es halt mathematisch oder in der Informatik halt macht, erstmal ein Modell aufstellen.
Wir müssen die reale Welt im Computer in eine klar gefasste, eng eingegrenzte, in ein eng eingegrenztes Modell hineinversetzen. Und dieses Modell folgt ganz klaren Annahmen darüber, was Relevanz ist und wie man sie bewerten könne. Und die sind dann jetzt nochmal, die sind vielleicht hochsprachlich formuliert in so einem Prinzip oder einer Theorie. Und hier konkret operationalisiert, sagt man auch, in Form der Funktion, die wir uns vorstellen. Und abhängig ist die Funktion von den konkreten Anfragerepräsentationen oder den Dokumenten der konkreten Anfragerepräsentation oder der konkreten Dokumentrepräsentation, die wir im Prinzip auf jedes beliebige Dokument anwenden können. Oder auf eine spezifische, aber nicht klar definierte Teilmenge von Dokumenten. Es kann auch sein, dass wir Retrieval-Modelle haben, die nur mit Patenten funktionieren, aber nicht mit Webdokumenten. Das ist kein Problem. Das können wir schon einschränken. Aber es ist schon eine Annahme, die wir treffen. Also in ein Modell fließen Annahmen hinein. Und diese Annahmen müssen wir irgendwie erfassen. Und auch die sind normalerweise nicht in irgendeiner obskuren Formel, sondern hochsprachlich ausgesprochen und klar definiert. Genau. Was wir nun also betrachten, ist uns überlassen. Und auch wie wir ein Dokument repräsentieren, ist auch uns überlassen. Die häufigsten Repräsentationen, die wir finden, sind Vektoren von irgendwelchen Zahlen, das heißt irgendein hochdimensionaler Raum, oder auch sogenannte Fingerprints, das sind dann Ausschnitte aus Dokumenten, kleine Phrasen oder so etwas. Genau, darüber haben wir jetzt lang und breit gesprochen, dass ein Retrieval-Modell die theoretischen Grundlagen liefert. Die praktische Umsetzung mag nochmal, ich sag mal, ein paar Abkürzungen nehmen oder ja, auch hier spricht man dann von der Umsetzung, von der Übertragung der Theorie in die Praxis oder Operationalisierung. Wir sehen jetzt eine Reihe von Retrieval-Modellen dann gleich und in der Literatur finden Sie ja manchmal auch noch den Begriff Retrieval-Strategie. Ja, wir belassen es bei Retrieval-Modell. Und die meisten Retrieval-Modelle, auch die alle, die wir hier kennenlernen werden, oder fast alle, basieren quasi auf der semantischen Sicht. Das BM25-Modell, das Sie gerade genannt haben, als Beispiel, das hat auch eine Variante, die Felder kennt. Und Felder können dann so Dinge sein wie Unterscheidung zwischen AutorInnen, Titel und Inhalt. Und das würde dann die Struktursicht sozusagen mit einbeziehen. Man könnte jetzt, anstatt einfach, sag mal so implizit, wie wir es jetzt hier gemacht haben, dem wir einfach gesagt haben, es gibt eine 1:1-Entsprechung zwischen dem kursiven D und dem fetten D, also dem realen Dokument und seiner Repräsentation, können wir auch eine Funktion dafür aufstellen. Das hat Fuhr auch mal vorgeschlagen, das wäre eine sogenannte intentionale Definition, zum Beispiel eine Funktion Alpha, die die realen Anfragen in die Anfragerepräsentation abbildet und entsprechend für Dokumente. Das wäre noch möglich, aber lohnt sich an der Stelle nicht. Es ist meistens auch formal klar, das sehen Sie in vielen anderen Beispielen, wenn Sie formale Modelle kennenlernen, dass man verschiedene Arten von Schreibweisen von Buchstaben als äquivalent betrachtet, als verschiedene Sicht oder Repräsentationen desselben Objektes. Was ist das nun so ein Ranking-Prinzip, das uns informieren soll darüber, was denn oder wie denn eine Relevanzfunktion aufzustellen wäre? Ein sehr bekanntes Ranking-Prinzip ist das sogenannte Probability Ranking Principle von Stephen Roberts, einem der Theoretiker des Information Retrievals. Sie können es hier lesen, wenn man Dokumente, die eine Suchmaschine zurückgibt, in absteigender Wahrscheinlichkeit ihrer Relevanz in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Daten sortiert, dann ist die Effektivität des Systems die bestmögliche, die Sie erreichen können. Die Aussage ist scharf.
Das bedeutet, es gibt kein besseres System, als es gibt kein besseres Ranking als dieses. Das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und wir sehen jetzt hier auch etwas konkretere Annahmen darüber, nämlich, dass wir hier zunächst einmal voraussetzen, dass Relevanz, das heißt in irgendeiner Weise, wir nehmen hier eine Funktion an, dass die uns die reale Relevanz, die von einem oder einer Nutzerin empfundene Relevanz eines Dokuments für eine Anfrage wiedergibt, dass das eine binäre Eigenschaft ist. Und dass man sie bewerten kann, ohne dass man sich andere Dokumente zunächst anschauen muss. Zum Beispiel, man zieht einfach nur D und Q heran, vergleicht sie im Kopf und weiß, ob sie relevant sind oder nicht. Binär habe ich gesagt und insbesondere ist eine Annahme und das ist auch eine starke Einschränkung, dass dieses Prinzip zutrifft genau dann, wenn eine beliebige, aber bestimmte Person dieses Ranking konsumiert und es auch für sie spezifisch zugeschnitten wurde. Wir sprechen also beim Probability Ranking Principle von einem user-zentrierten Prinzip. Und das ist auch einer der Gründe, warum im Information Retrieval wir darauf aus sind, Suchmaschinen zu bauen, die Einzelpersonen helfen und nicht einer großen Menge von Personen möglichst gut. Und hier ist auch ein Trade-off immer zu finden zwischen denjenigen, die große Suchmaschinen entwickeln für möglichst viele NutzerInnen, die für möglichst viele NutzerInnen sinnvoll sein sollen, und denjenigen, die sie benutzen. Denn es nützt mir ja nichts, wenn die Suchmaschine nur in 50% der Fälle meine Fragen gut beantwortet und in anderen 50% mir nur Humbug zurückgibt. Dann werde ich mir vielleicht auch mal eine andere suchen oder komplett wechseln. Das Spannende am Probability Ranking Principle im Speziellen ist, dass Robertson gezeigt hat, dass wenn man danach rankt, spezifische sogenannte Objective Functions maximiert werden. Also Effektivitätsmaße, die Sie schon kennengelernt haben. Der erwartete Recall, die erwartete Precision oder auch, das haben wir nicht kennengelernt, die erwartete Nützlichkeit, Utility. Also das heißt, nur auf Basis von dieser Intuition, von dieser Idee, die Robertson hatte und das, die er so formuliert hat, oder er war es nicht allein, es gab noch einen Vorläufer, Cooper, und die haben letztendlich kollaboriert in dem Zusammenhang, konnte gezeigt werden, dass wenn man ein Ranking nach absteigender Wahrscheinlichkeit der Relevanz, der User-Relevanz, bezüglich der verfügbaren Daten, also hier D und Q, sortiert, dass dann das System nicht mehr besser werden kann. Man kann jetzt sich noch andere Ranking-Prinzipien angucken, die nicht so stark und scharf formuliert sind. Die Theorie des Information Retrievals ist dort lückenhaft, das muss man ganz klar sagen. Das Probability Ranking Principle, das ist jetzt hier an dritter Stelle nochmal genannt, quasi, oder darauf wird referenziert im Endeffekt. Ein Ranking Prinzip im Allgemeinen ist irgendein Kriterium und man zeigt, dass wenn man nach diesem Kriterium rankt, irgendein Objective, also irgendein Ziel erfüllt wird, irgendeine Funktion maximiert wird. Und wir können jetzt ganz verschiedene, sag mal, Ideen davon haben, wie man das machen kann. Wir können eine binäre Relevanz annehmen. Ein Dokument ist relevant oder nicht. Es gibt keine Zwischentöne. Und die Objective, die damit maximiert wird, mit dieser Annahme, wäre, wenn wir irgendeine Relevanzfunktion dafür definieren, dass wir relevante Dokumente bekommen und sonst nichts. Das ist das erste Retrieval-Modell, das wir gleich sehen werden, das Boolean-Modell, seine logische Sicht.
Wir können uns auch nach inhaltlicher Ähnlichkeit umschauen und sagen, ja, das ist so ein bisschen ähnlich, das ist schon mehr ähnlich und das ist am meisten ähnlich zur Anfrage. Und eine entsprechende semantische Ähnlichkeitsfunktion phi aufstellen. Die Objective wäre dann, hier hochsprachlich, dass Dokumente zurückgegeben werden, die ähnlich sind zum Thema meiner Anfrage. Wobei ich natürlich voraussetzen muss, dass die Dokumentrepräsentation oder die Anfragerepräsentation Q hier das Thema dessen, was ich im Kopf habe, meines Informationsbedürfnisses, auch gut erfasst. Das Probability oder die wahrscheinlichkeitsgetriebene User-Relevanz haben wir gerade schon gesehen, hier nochmal ausgeschrieben. Es gibt noch eine andere Art und Weise, die Wahrscheinlichkeit oder etwas Probabilistisches hier heranzuziehen. Das wäre eine andere Sicht, was ein Dokument ist. Und zwar könnte man sich vorstellen, ein Dokument wird generiert aus einem Thema. Das klingt erstmal abstrus. Man könnte auch sagen, wenn ein Thema in der Welt existiert, dann impliziert es, dass irgendjemand mal ein Dokument über dieses Thema schreibt. Das ist erstmal relativ eingängig und das Ganze wird dann versucht, statistisch, probabilistisch zu modellieren, indem man einfach sagt, Themen wären Verteilungen von Wörtern und wir ziehen so lange Wörter daraus in Reihenfolge, wie sie im Dokument stehen, bis das Dokument geschrieben ist. Das ist ganz ähnlich zu den Sprachmodellen, die jetzt Furore machen. Und also man spricht hier von einer generativen Sicht und das Objective wäre dann, dass wir Dokumente zurückbekommen, die in diesem Sinne zum Thema passen. Man kann auch in eine informationstheoretische Sicht auf Ranking-Prinzipien haben. Hier könnte man die Frage stellen, wie viel Information trägt denn ein Dokument bezüglich der Wörter, die ich in einer Anfrage finde? Und wir halten demzufolge auch die Dokumente zurück, die am meisten Informationen tragen in informationstheoretischer Interpretation bezüglich der Wörter. Und Sie sehen, dass eigentlich nur die Formulierung des Probability Ranking Principles hier, nämlich wir erhalten Dokumente, die unser Informationsbedürfnis befriedigen, dass eigentlich nur dieses Prinzip exakt das widerspiegelt, was wir eigentlich wollen. Das heißt aber nicht, dass dieses Prinzip oder die Modelle, die auf diesem Prinzip basieren, notwendigerweise die besten sind. Aber das eben genannte BM25-Modell war mithin und ist mithin eines der besten Retrieval-Modelle, die für Dekaden im Endeffekt alles andere dominiert haben. Vom Grundprinzip her. Es gab natürlich sehr viele, sag mal, Varianten eines Themas in dem Zusammenhang. Das Ganze nochmal uminterpretiert. Wir sehen jetzt hier, welche Arten von Retrieval-Modellen man daraus konstruieren kann. Das sind logische Modelle, algebraische Modelle, probabilistische Modelle, bayesianische Modelle und informationstheoretische Modelle. Hier dann nochmal mit der jeweiligen Relevanzfunktion im Prinzip wiedergegeben. Wir schauen uns jetzt heute diese ersten beiden an. Bevor wir das machen, geht es aber noch ein ganz kleines bisschen weiter mit dem Überblick über Retrieval-Modelle. Also ich erwarte nicht, dass Sie das jetzt alles auswendig lernen hier. Ich soll Ihnen nur einen Gesamtüberblick geben. Ein weiterer Gesamtüberblick über alle Retrieval-Modelle, die so erfunden wurden oder zumindest eine größere Auswahl der wichtigen Retrieval-Modelle sehen Sie hier über die Zeitleiste verteilt. Und das Ganze ging dann los, wie schon gesagt oder wie auch ganz am Anfang der Vorlesung gezeigt, in den 60ern schon mit dem ersten Boolean-Modell, das heißt der ersten Idee, wie man denn auf sehr einfache Weise mithilfe der Mitteln der Logik und Computern Dokumente retrieven kann. Das Vector Space Modell hier als VSM abgekürzt sehen Sie hier. Das sehen wir heute auch. Parallel kamen die Leute aber schon sehr früh darauf, probabilistische Methoden anzuwenden und die ersten Versionen von probabilistischen Modellen
kamen sehr schnell auf. Binary Independence werden wir später noch sehen. Und die Sprachmodellierung, die kam erst ganz zuletzt, kurz vor der Jahrtausendwende, wurden Sprachmodelle das erste Mal herangezogen. Und nun ja, es ging, dort hat trotzdem noch eine ganze lange Zeit gedauert im Verhältnis der Geschwindigkeit der Entwicklung, bis dann Sprachmodelle wirklich auch konkurrenzfähig wurden oder auch weit stärker wurden. Es hat ungefähr bis 2020 gedauert, bis Google dann mit BERT und T5 zwei Sprachmodelle vorgestellt hat, die, wenn man sie nur richtig einsetzt und genügend Computing-Kapazitäten hat, auch die herkömmlichen anderen Modelle schlagen. Da wir uns sehr viel mit Text auseinandersetzen, hier nochmal eine Sicht auf zwei Arten, wie man Dokumente modellieren kann im Computer. Das sind erstmal zwei grundlegende Konzepte, die man hier ansetzen kann. Das ist die analytische Methode und die synthetische Methode. Analyse und Synthese sind ja geläufige Gegensätze der Herangehensweise oder Betrachtung. Der Gegensätze kann man gar nicht sagen, sondern unterschiedliche Arten und Weisen, wie man herangeht. Analytisch bedeutet, wir nehmen auseinander, synthetisch bedeutet, wir bauen zusammen, erzeugen etwas Neues. Man spricht bei den synthetischen Modellen letztendlich auch von generativen Modellen, die Modelle, die etwas generieren. Bleiben wir erstmal bei den analytischen Modellen. Wir fangen an mit irgendeinem Dokument und das ist das reale Dokument hier und wir betrachten es im Endeffekt, als wenn man das modellieren möchte, also erstmal ganz simpel einfach nur als Menge von Wörtern, ein Bag of Words. Sie werden an verschiedenen Stellen Back-of-Words-Modelle lesen, wenn Sie in die Bücher reinschauen, BOW. Wenn wir sehr viele Dokumente haben in unserem Document Store, dann können wir die schon gesehene Term-Dokument-Matrix aufstellen und darin dann auch etwas feingranularer als hier, nicht einfach nur sagen, ein Wort kommt drin vor oder nicht, können wir die Wörter darin zählen, die im Dokument vorkommen und das entsprechend als Termgewicht in den Spalten abtragen. Und letztendlich ist das eine äquivalente Sicht, diese Term-Dokument-Matrix auf einen hochdimensionalen Raum, wenn man annimmt, dass Terme unabhängig voneinander auftreten. Also das heißt hier Orthogonalität zwischen den Termen in diesem Raum annimmt. Und das, jeder Punkt hier entspricht dann einer Spalte in der Term-Dokument-Matrix. Das ist eine ganz banale Repräsentation. Und eigentlich müsste hier Vector-Space stehen. Das werde ich noch umbauen. Und wenn man hier sich Muster in diesem Raum anschaut oder auch die Annahme ablehnt, dass Terme tatsächlich unabhängig voneinander auftreten, denn das tun sie nicht in der Realität, dann kann man mithilfe algebraischer Methoden zum Beispiel oder auch später generativen Methoden Einbettungen erzeugen. Einbettungen in einen spezifischen, auch mehrdimensionalen Raum, müssen nicht nur zwei Dimensionen sein, aber hier der Anschauung halber haben wir einfach dieses Muster nochmal übernommen und gesehen, dass eigentlich die Dokumente sich gemäß zweier Achsen verteilen in diesem Raum, zweier Hauptachsen und dies. Auch wenn wir dies nicht mehr mit einzelnen Wörtern zuordnen können, sagen wir dazu einfach, es handelt sich um latente Konzepte. Irgendwelche Konzepte, die eine Bedeutung tragen und die dafür sorgen, dass die Dokumente sich so in diesem doch eher künstlich erzeugten Raum, intuitiv erzeugten Raum verteilen. Und man kann mit all diesen Repräsentationen, also hier, mit dieser oder mit dieser, arbeiten und versuchen, Relevanzfunktionen zu erzeugen. Wenn wir uns dem gegenüber anschauen, was generative Modelle sind, ich habe ja eben schon gesagt, dass wir im Prinzip so tun, als wäre das Dokument das Endergebnis eines Prozesses, der es erzeugt. Der Prozess ist normalerweise, ein Mensch hat eine Idee und diese Idee versucht man in Worte zu fassen und dann wird das ein bisschen länger und man denkt sich, okay, ich muss langsam mal was aufschreiben und plötzlich hat man einen langen Text oder vielleicht sogar ein Buch. Manche Menschen machen das. Und wenn man jetzt versucht, diesen Prozess der Entstehung des Dokuments irgendwie zu erfassen, generisch und generell zu erfassen, dann könnte man auf die Idee verfallen, es handelt sich um irgendeinen Zufallsprozess.
Warum nicht? Die Statistik ist da und auch wenn in der Realität natürlich die Wörter nicht wirklich zufällig gewählt werden, wir können gewisse Einschränkungen auch in Zufallsprozesse einbauen, indem wir Verteilungen annehmen. Zum Beispiel nehmen wir an, ein Dokument bestünde aus mehreren Themen. Ich gehe mal den ersten Schritt zurück. Ein Dokument enthält mindestens ein Thema. Das ist dann dieses hier. Und dieses Thema, das hat eine Verteilung von Wahrscheinlichkeiten für Wörter, die man einfach anhand der konkreten, des konkreten Dokumentes und vieler weiterer Beispiele von Dokumenten, die dasselbe Thema enthalten, unserer Ansicht nach, nachmodellieren kann. Deshalb sagen wir zu diesem, was ja im Prinzip auch eine Art von Back of Words ist, aber wir sagen hierzu dann Urnenmodell oder Topic-Modell, denn an jedem Wort klebt hier noch eine Wahrscheinlichkeit dran, nämlich die Wahrscheinlichkeit, mit der dieses Wort tatsächlich in Dokumenten über dieses Thema auftritt. Jetzt hat ein Dokument nicht nur ein Thema, kann ja auch ein Buch schreiben und viele Themen abhandeln und demzufolge könnte man auch sagen, es gibt nun eine Verteilung von Themen in dem Dokument und das ist eigentlich mein Dokument hier. Und wenn ich mir dann anschaue, ich habe eine Menge von Dokumenten, dann kann ich eine Verteilung von Themenverteilungen annehmen und letztendlich ist der generative Prozess, der dieses Dokument erzeugt, natürlich dann wieder vorwärts gerichtet. Wir ziehen zunächst eine Themenverteilung, dann ziehen wir daraus ein Thema und generieren damit dann Teile des Dokuments, die tatsächlich da sind. Und wenn wir die statistischen Modelle gut trainiert haben, auf Basis von möglichst vielen realen Daten hier, dann wird es so sein, dass Dokumente, die wir tatsächlich kennen, die höchste Wahrscheinlichkeit haben, erzeugt zu werden im Verhältnis zu Nonsensdokumenten. Das heißt nicht, dass nicht Nonsensdokumente mit so einem statistischen Prozess erzeugt werden können, das können sie, das ist in der Natur der Sache, aber die wahrscheinlichsten Dokumente sind die. Und das sind zwei grundlegend verschiedene Ansätze, mit denen wir versuchen können, Texte irgendwie in eine modellhafte Repräsentation zu zwingen. Bevor wir jetzt auf die nächsten Retrieval-Modelle gehen, würde ich Ihnen erstmal ein paar Minuten Gedankenpause geben. Haben Sie Fragen bis hierhin?